Ja, die machen schon die erste Analyse und schauen jetzt einmal auf die Spur von Giulia Mancuso. Zieht sie nur die Spur für Lindsay Vonn? Nein, sie will natürlich ihr zweites Rennen, ihren zweiten Super-G dieser Saison gewinnen. In Garmisch hat es geklappt, da allerdings auf der eisigen, pickelharten Piste. Versucht oben immer wieder in die Abfahrtsposition zu gehen, wenn es der Kurs erlaubt, und das schaut gut aus. Also da ist schon einmal dran an Rebensburg und hat auch die richtige Dosierung gefunden, nicht den Ski zu hart zu setzen. Also da ist ja relativ frech reingefahren, also sehr am Limit, aber noch im grünen Bereich, sage ich. Und da merkt man schon, da ist jetzt viel Dynamik dahinter. In den Hohlweg, wie setzt sie die an? Ja, gut gelungen. Ist jetzt einigermaßen eng geblieben, obwohl es doch hohes Tempo hat. Ja, super, 94,3 km/h, Zwischenzeit 53,91 und gut. Sie ist voran. Man guckt so ganz knapp vor Rebensburg. Ja, gestern war es ja wirklich schon sauer, dass das nicht funktioniert hat, so wie sie es vorgenommen hat. Und heute bisher also völlig fehlerfrei unterwegs und war sehr gut. Also das wird jetzt sicher knapp mit der Vicky. Kaum abgehoben, oben aber zurückgefallen. Ja, ja, wenige Zehntel, aber jetzt wieder ein Fehler, da draußen im Schnee. Ja, hat was gesehen, gell? Wenn so ein bisschen ins Weiche rauskommt, man jetzt heißt kämpfen. Aber sie hat das Gefühl, auch in den letzten Toren, 24,54, Mancuso, nein, fällt zurück. Aber bravo. 18 Hundertstel und der Fehler kurz vor dem Ziel, hat dann die mögliche Führung verhindert. Ja, aber verloren hat sie es im Prinzip in der Traverse. Und das Schwierige ist eigentlich, da fährt man gerade durch. Also es ist auch von außen schwer zu sagen, wie man dort die Zeit gut machen kann. Und deshalb eine sehr spannende Sache, auch die Passage, die manchmal ein bisschen unterschätzt wird. Und da, gell, war es halt ein bisschen weit draußen im weichen Schnee. Ja, Rebensburg, die Überraschung bisher im Rennen. Viktoria Rebensburg bleibt vorne mit der guten Nummer 5. Aber vielleicht eigentlich gar nicht so eine große Überraschung. Also die Vicky hat durchaus immer schon